Lohnt sich Facebook-Werbung in 2021 überhaupt noch? In diesem Video wirst du erfahren, ob Facebook-Werbung für dich in 2021 überhaupt noch der richtige Kanal ist oder ob Facebook-Werbung nicht schon längst tot ist. Immer wieder kommt es zu Diskussionen, ob das im Team ist, ob das mit Kunden ist, ob das unter Kollegen und anderen Agenturen ist, ob Facebook-Werbung denn jetzt eigentlich gerade noch so das Richtige ist. Ist Facebook-Werbung nicht zu teuer? Gibt es nicht andere Kanäle, die mittlerweile viel besser sind? Was ist sozusagen der heißeste, der beste Trend, wo man ja nichts verpasst? Und welche Alternativen gibt es zu Facebook? Und ich möchte dir ein paar Sachen heute zeigen und ein paar Themen aufgreifen, warum viele Leute glauben oder warum viele Leute Facebook immer wieder in Frage stellen und das teilweise völlig zu Unrecht. Und dennoch werde ich dir am Ende des Videos auch einen Grund erklären und einen Grund zeigen, warum du vielleicht die Finger von Facebook doch lassen solltest und warum Facebook vielleicht doch nicht so ein guter Kanal ist. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Also, was ganz oft gesagt wird, ist, dass Facebook-Werbung entweder angeblich teuer ist, dass man bei Facebook-Werbung nicht seine Zielgruppe findet und was gerade so das aktuellste Thema ist, dass man jetzt mit iOS 14 Facebook eh gar nicht mehr so richtig als Werbetreibender, also für das Schalten von Werbeanzeigen, nutzen kann, weil man gar nicht mehr richtig tracken kann und dadurch alles gar nicht mehr richtig funktioniert. Doch das ist gar nicht so dramatisch, wie das alles klingt. Und viele dieser Sachen sind auch schlichtweg einfach falsch. Aber das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Facebook-Werbung ist zu teuer. Teure Klickkosten sind meist das, was damit assoziiert wird. Das heißt also, natürlich muss man irgendwie Geld in Facebook ausgeben, damit seine Werbung da angezeigt wird. Aber wenn viele von sich aus sagen, ja, die Facebook-Werbung, die ist doch mittlerweile viel zu teuer geworden, dann sprechen die meisten von den reinen Klickkosten. Also wie viel Euro muss man ausgeben, damit eine Person auf deine Facebook-Werbung draufklickt? Und wenn jemand behauptet, dass Facebook teurer wird, dass diese Klickkosten steigen, dann liegt das gar nicht wirklich daran, dass Facebook teurer wird, sondern es liegt vielleicht einfach daran, dass die Person nicht mehr die richtigen Ads schaltet. Das heißt also, dass die Werbeanzeigen, die geschaltet werden, einfach nicht mehr relevant sind, einfach nicht mehr gut sind, sondern die Ads sind schlecht an der Stelle. Das kann ein Grund sein, warum Klickkosten hochgehen und warum Menschen meinen, sagen zu müssen, dass Facebook daran schuld sei. Ist Facebook aber nicht, ist letztendlich, wenn deine Klickkosten hochgehen, deine Schuld. Ein zweiter Grund kann aber auch sein, dass ganz unverschuldet sozusagen, so schleppend über die letzte Zeit, ist eine Sache, die wir immer häufiger beobachtet haben, die Klickkosten gestiegen sind. Und auch das muss nicht zwangsläufig heißen, dass Facebook damit teurer wird an sich. Denn der Klick als solcher ist ja gar nicht so wichtig für uns. Ja, wenn wir Werbung schalten, dann wollen wir ein Produkt verkaufen, dann wollen wir eine E-Mail-Adresse einsammeln, dann wollen wir vielleicht ein Strategiegespräch anbieten und dafür Termine generieren. Aber wie viele Klicks dafür jetzt notwendig waren, dass wir einen Termin generiert haben, ist ja gar nicht so relevant. Und deshalb muss man sich viel mehr darauf fokussieren, ob die tatsächlichen Kennzahlen des eigenen Businesses, ob die wirklich innerhalb der Facebook-Werbung schlechter geworden sind. Denn was Facebook macht, ist natürlich zu versuchen, dass die Werbung immer nur den Leuten angezeigt wird, die ja mit der höchsten Wahrscheinlichkeit draufklicken werden, dass immer nur den Leuten angezeigt wird, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für dein Angebot auch in Frage kommen. Und das hat letztendlich zur Folge, dass Facebook immer mehr versucht, die Werbung wenig Leuten auszuspielen. Das wird dafür teilweise ein bisschen teurer, weil diese Leute dann sehr, sehr gut zu dir passen. Dafür klicken die Leute dann aber auch. Das heißt also, deine Werbung wird vielleicht teurer, also deine Klicks werden teurer, aber dein Endergebnis daraus bleibt identisch wie früher. Das heißt also, Facebook-Werbung funktioniert an sich nach wie vor gut und der Grund, warum deine Klicks teurer werden, ist einfach nur, dass Facebook es versucht, noch besseren Leuten auszuspielen, damit du möglichst relevante Anzeigen hast und möglichst ein gutes Ergebnis erzielst und die Werbung nicht Leuten angezeigt wird, für die das nicht relevant ist. Weil Facebook möchte ja auch seine Nutzer schonen und möchte seinen Nutzern ein gutes Erlebnis bieten und versucht deshalb, die Werbung nicht so viel rumzuverteilen, dass es Leute sehen, die sich gar nicht dafür interessieren. Also das sind zum Beispiel Gründe, warum Menschen sagen, dass Facebook-Werbung teurer wird. Und ich kann dir zusichern, dass das nicht der Fall ist. Wir bemerken diesen Trend merkwürdigerweise nicht bei unseren Kunden, denn die Werbung bleibt letztendlich konstant. Zweites Thema ist so ein bisschen die Zielgruppe. Das heißt, da steckt dahinter, dass Menschen einerseits sagen,
Auf Facebook ist nicht mehr so viel los. Facebook wird gar nicht mehr so viel genutzt. Facebook ist nicht mehr so in, nicht mehr so trendy wie früher. Und dann kommt noch dazu, dass die Leute sagen, okay, aber meine Zielgruppe, die ich ansprechen möchte mit der Werbung, ist überhaupt nicht auf Facebook vertreten. Und das sind beides Sachen, die so direkt nicht stimmen. Zwar ist es richtig, dass die Facebook-aktiven Nutzerzahlen in Deutschland langsam sinken, also jetzt wirklich sehr langsam, es sind immer nur ein paar wenige Prozent pro Jahr, wie das sinkt, jedoch gleichzeitig die Instagram-Nutzer zunehmen. Das heißt, also es ist weniger, dass da was verloren geht, sondern es verschiebt sich einfach nur auf eine andere Plattform, nämlich von Facebook zu Instagram. Und da ist es jetzt so, dass Instagram ja auch zu Facebook gehört und dass die Facebook-Werbung, die wir schalten, ja eigentlich keine reine Facebook-Werbung ist, sondern eigentlich eine Facebook-Instagram-Werbung ist. Es gehört nämlich so eng zusammen, dass jede Werbung auch mit einem Klick sofort auf Instagram ausgespielt wird. Deshalb ist der Trend eigentlich schon mal widerlegt. Das heißt also, die Nutzerzahlen von Facebook gleichen sich zumindest mit denen von Instagram in der Regel immer aus. Und in Summe ist es so, dass es in Deutschland 30 Millionen aktive Nutzer auf Facebook gibt und 21 Millionen aktive Nutzer auf Instagram gibt. Das heißt also, gibt es natürlich auch viele Überschneidungen, aber sicherlich kann man ganz platt sagen, dass es 40 Millionen Nutzer, also ungefähr die Hälfte von Deutschland, in den wichtigsten sozialen Medien für die Werbeschaltung hier Facebook und Instagram vertreten sind. Dann kommt noch dazu, dass einige behaupten, dass wirklich die eigene Zielgruppe nicht zu finden ist. Das heißt, man hat vielleicht eine B2B-Zielgruppe oder eine Zielgruppe, die sehr nischig ist, die, wo man meint, die sind vielleicht gar nicht so auf Facebook, und das stimmt in der Regel nicht. Also auch durch diese Menge, durch diese 40 Millionen User, die es insgesamt da in Deutschland gibt auf den beiden Plattformen, ist es so, dass du auch eigentlich fast jede Zielgruppe auf Facebook erreichen kannst. Ganz selten gibt es aber Sinn, dass eine andere Plattform vielleicht lukrativer ist. Das heißt aber dann nicht, dass Facebook nicht funktionieren würde. Das heißt nur, dass eine andere Plattform dir vielleicht etwas günstigere Ergebnisse bringen würde. Das ist aber eine sehr individuelle Sache und die trifft, um ehrlich zu sein, auch sehr selten zu, denn in fast 90% aller Fälle ist Facebook die erste und auch beste Anlaufstelle, um seine eigenen Werbeanzeigen dort zu schalten. Kommen wir zum dritten Thema, und das ist das Thema iOS 14. Facebook hat vor einiger Zeit angekündigt und mittlerweile auch schon umgesetzt und ausgerollt, dass auf iOS 14 Geräten, das heißt, es sind Apple-Mobiltelefone, die ja meist von einer eher kaufkräftigen Zielgruppe benutzt werden, das heißt eine Zielgruppe, die auch für die Werbeschaltung sehr, sehr interessant und relevant ist, dass da das Tracking nicht mehr vollständig möglich ist. Die genaueren Hintergründe, da gibt es zig Videos, die das erklären, die möchte ich hier gar nicht so sehr erklären. Was aber letztendlich passiert ist, ist, dass die Ergebnismessung dadurch eingeschränkt wird bei deiner Facebook-Werbung und man somit nicht mehr so genau sehen kann, wo gibt man sein Geld aus und wie wird das Ganze optimiert. Jetzt aber wichtig zu sagen, dass nur die Ergebnismessung wurde eingeschränkt. Das heißt also, das heißt nicht, dass dadurch weniger Leute oder weniger Klicks kommen, sind nur etwas schwerer nachvollziehbar. Und auch da ist die Wahrheit nicht ganz so vollständig, denn gerade wenn du ein nicht so komplexes Online-Geschäftsmodell hast, wie zum Beispiel einen Online-Shop, der relativ hohe Komplexität hast, sondern einen sehr einfachen Prozess zur Kundengewinnung hast, wie Strategiegespräche, E-Books, Webinare, PDFs, White Papers, Fallstudien etc., gerade dann ist es so, dass sich die Sachen immer noch sehr gut tracken lassen und wir da kaum Verluste im Tracking bisher entgegennehmen mussten. Was aber noch dazu kommt, ist, dass es auch noch zudem weitere neue Lösungen gibt, wie man dieses Tracking, diese Ergebnismessung wieder aufrechterhalten kann, sodass man trotz dieser Einschränkung, die Apple mit seinen iOS 14 Geräten vornimmt, wo sich Facebook hin angepasst hat, dass man trotz dieser Einschränkung weiterhin seine Ergebnisse sehr, sehr genau messen kann. Und wir haben sogar festgestellt, dass man teilweise mit diesen Möglichkeiten seine Ergebnisse noch besser und noch genauer als vorher messen kann. Das heißt also auch, dieses Thema mit iOS 14 ist nicht wirklich relevant. Es sind alles keine Themen, die dich davon abhalten sollten, Facebook-Werbung zu schalten. Das heißt also, in Summe kann man sagen, Facebook-Ads lohnen sich auch dieses Jahr noch, auch in 2021 noch. Sie werden sich auch in 2022 und 2023 höchstwahrscheinlich immer noch super gut lohnen. Denn eine Plattform wie Facebook, die so viele Nutzer hat, wird immer Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass wir als Werbetreibende dort gut agieren können und auch profitabel werben können, denn davon lebt ja Facebook am Ende des Tages. Das heißt, Facebook ist auch immer auf unserer Seite. Facebook möchte, dass wir viel Geld
ausgeben in Facebook, aber auch natürlich dadurch viel Geld wieder einnehmen, damit wir wieder neues Geld ausgeben können. Das Einzige, wo das manchmal ein bisschen ja, ins Crashen kommt, ist dann, wenn halt so Sachen wie von Apple kommen oder vom Datenschutz kommen, die da versuchen, ein bisschen gegenzusteuern. Aber da ist Facebook eigentlich immer clever genug, das auch wieder auszugleichen. So, nichtsdestotrotz, ich habe dir am Anfang gesagt, gibt es vielleicht einen Grund, warum du trotzdem die Finger von Facebook lassen solltest. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt zu komme. Gerade durch diese technischen Einschränkungen wie mit iOS 14 und durch die ganzen Sicherheitseinschränkungen, die Facebook vornimmt, um sich gegen Hackerangriffe, gegen Spammer, gegen Betrüger, gegen manipulative Aussagen und Werber zu schützen. Alle diese Sachen, die Facebook da vornimmt und vornehmen muss, einerseits um die Qualität der Plattform zu wahren, aber auch teils aus einfach rechtlichen Gründen vornehmen muss. Alle diese Sachen machen es deutlich komplexer und zwar vor allem technisch komplexer, auf Facebook Werbung zu schalten. Das heißt, es ist nicht mehr damit getan, einfach ein Konto anzulegen, Beitrag bewerben zu klicken, die Kreditkarte zu hinterlegen und Kunden zu erreichen, sondern es gehört mittlerweile viel, viel mehr Schritte dazu, die wir mit unseren Kunden entsprechend durchgehen und die wir für unsere Kunden umsetzen. Da gehört der Facebook-Pixel, das richtige Setup dazu, da gehören Domain-Verifizierungen dazu, da gehören die Messung von sogenannten aggregierten Events hinzu, die gerade so Sachen wie mit dem iOS 14-Thema mittlerweile zwingend notwendig geworden sind. Und ja, auch die ganzen Conversion-Optimierungen, aber mit Custom Audiences, Lookalike Audiences, verschiedene Conversion Events. Viele Begriffe, die hinten raus einen riesen Rattenschwanz an technischer Umsetzung bedürfen, die Kampagnen auch immer wieder komplexer werden lassen. Und somit ist es gerade ganz wichtig, dass eine gewisse technische Affinität und technische Erfahrung vorhanden ist, damit deine Werbung ordnungsgemäß, ordentlich aufgesetzt werden kann, dass sie auch wirklich Ergebnisse bringt. Weil wenn du diese Schritte auslässt, diese Schritte nicht machst oder diese Schritte falsch machst, dann wirst du in der Regel Geld verbrennen. Und zudem kommt natürlich immer noch ein strategisches Thema, dass du einfach möglichst inhaltlich strategisch gut deine Ads schaltest. Denn das war das, was wir hier oben gesagt hatten. Wenn Ads zu teuer sind, liegt es manchmal auch einfach daran, dass Ads schlecht sind. Und deshalb benötigt es da Erfahrung, auch wirklich gute Ads zu schalten. Und ich habe herausgefunden, dass jemand diese Erfahrung sich aneignet, sowohl strategisch als auch technisch. Das dauert, je nachdem, wo du gerade stehst, nicht nur ein paar Wochen, sondern es dauert Monate, diese Erfahrung aufzubauen. Also man kann mit Sicherheit sagen, dass man 12 Monate, ungefähr ein ganzes Jahr braucht, um sich all dieses Wissen rund um Facebook anzueignen, auch anzuwenden, auszuprobieren, um auch das Feedback zu bekommen und die Erfahrung zu sammeln, um dann erst richtig gut zu werden. Oder in anderen Worten, 12 Monate viel investieren, viel für Werbung ausgeben. Und mit Sicherheit versenkst du erstmal 20.000 Euro komplett ins Leere, wenn du dich zum ersten Mal eigenständig an Facebook-Werbung wagst oder es versuchst, mit einem gefährlichen Halbwissen alles selber zu machen. Und genau deshalb sind wir letztendlich da. Wir in unserer Agentur haben Mitarbeiter, die das seit Jahren machen. Ich selber mache seit mehreren Jahren Facebook-Werbeanzeigen für mich und auch für unsere Kunden. Ich habe selber schon mehrfach diese 20.000 Euro investiert, um Erfahrungen für mich selber zu sammeln. Wir haben schon an die Millionen oder über 1 Million Euro in Werbebudget für unsere Kunden verwaltet, um daraus diese Erfahrung zu sammeln. Und das ist der Grund, warum ich auch dir empfehle, an der Stelle mit uns als Partner zusammenzuarbeiten, dass wir dein Coaching, deine Trainings, deine Online-Produkte, deine Online-Angebote und Dienstleistungen für dich digital vermarkten und deine Werbung managen. Wenn das für dich interessant ist, dann kannst du ganz kostenlos und unverbindlich eine Beratung bei uns anfragen, eine Marketingberatung oder Strategieberatung im Genaueren, wo wir dir genau vorstellen werden, wie für dich persönlich, für dein Unternehmen der ideale Weg der Facebook-Werbeschaltung aussieht. Und vielleicht kommt es sogar vor, dass dein Unternehmen gar nicht auf Facebook richtig platziert ist, sondern dass wir dich vielleicht auf einem anderen Kanal wie LinkedIn, Xing, YouTube oder Google noch viel, viel besser platzieren können. Also klicke unterhalb dieses Videos auf den Link, der dich zur kostenlosen Marketingberatung führt und frag dort ein Gespräch an. Wir werden uns dann innerhalb kürzester Zeit telefonisch bei dir melden, einen Termin mit dir zusammen abstimmen und dann diese Marketingberatung durchführen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal. Ich werde häufiger solche aufschlussreichen Videos hier für dich hochladen und hinterlasse auch gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.